Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Full Face Make-up und wahrscheinlich auch dem Ende dieser Reihe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht noch ein Primark Full Face mache. Das solltet ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wünscht, dann mache ich es natürlich noch für euch. Ansonsten wäre diese Reihe halt echt zu Ende und dann geht es wieder mit was Neuem los und ich habe was Cooles in Aussicht, was ich machen werde und es wird einfach mal ganz anders als alles bisher da gewesen, ne? Denn ich möchte gerne ein bisschen auf Mama-Blog umsteigen. Die, die mir bei Instagram folgen, auch da heiße ich Tasty Tasty, die wissen, dass ich da schon sehr in die Richtung gehe und das möchte ich ganz gerne hier auch einfach so ein bisschen mit einbauen. Beauty-Witz natürlich und Holz, sowieso eure Lieblinge wahrscheinlich, die wird es natürlich weiterhin geben. Und ja, ich würde sagen, genug Geplapper, wir starten direkt mit mega coolen Produkten. Wer schon in diesen Heidi Haul geguckt hat, der kennt vielleicht schon die ein oder anderen Produkte, wobei ich die natürlich noch nicht getestet habe, sondern euch einfach nur mal kurz vorgestellt habe. Und ihr seht, meine Haut explodiert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nie Probleme mit Pickeln. Es sind auch keine echten Pickel, das sind eher so Rötungen und so trockene Stellen. Seht ihr das? Ganz, ganz fürchterlich. Das sieht aus, als hätte ich Akne, obwohl es keine Pickel sind. Das sieht ganz, ganz komisch aus. Ich verstehe das gar nicht. Aber die liebe Heidi hat mir da was zugeschickt. Und zwar eine Menge von Essence. Also es gibt heute nur Essence-Produkte, Leute. Es gibt neue Produkte. Ich mische ja immer jetzt ganz gern so ein bisschen. Aber es gibt halt auch so ältere Limited Editions und sowas. Also richtig spannende Produkte. Und die bekommt ihr dann natürlich bei der lieben Heidi. Schaut in die Infobox, schaut bei ihr vorbei. Gerade wenn ihr zum Beispiel so Lieblingsprodukte habt, die vielleicht aus dem Sortiment aus sind. Oder halt, wie gesagt, diese spannenden LEs, die ja oft ausverkauft sind. Heidi kauft die auf und ja, ihr habt halt einfach die Chance, das nochmal zu bekommen. So, wir starten direkt, würde ich sagen, und zwar mit einem Primer. Und dadurch, dass ich jetzt halt so eine rote Haut habe, habe ich mich für diesen Prime and Layers Daily Diaries Color Balance Primer Drops entschieden. Das soll ich auf jeden Fall einmal gut schütteln, steht drauf. Und dann gebe ich mir das hier wirklich großzügig aufs Gesicht, denn wir wollen ja die Rötungen kaschieren. Und ich hoffe, das funktioniert damit ein bisschen. Ansonsten hoffe ich einfach auf die Deckkraft meines Make-ups. Der Geruch, der ist ganz natürlich. Also ich finde, es ist sehr fest. Das kenne ich vom Primer nicht. Es kann jetzt aber auch sein, dass ich mich einfach vertan habe, wenn man das vielleicht in den Primer mischt. Hier steht, die Primer tropfen gleichen Rötungen aus und sorgen für ein ebenmäßiges Hautbild. Also da steht jetzt nichts von in einen anderen Primer reinmischen. Aber die gleichen tatsächlich richtig krass aus. Übel. Also das finde ich richtig gut. Wenn man jetzt mal so im Vergleich guckt, zu hier, zu da, ist schon echt mega. Offen tun das, was sie wollen. Sie kaschieren Rötungen. Mir ist es persönlich etwas zu fest, zu mattierend. Deswegen gebe ich nochmal einen anderen Primer drauf. Und zwar habe ich hier den Fresh and Fit Awake Primer. Den gibt es aktuell auch noch. Und den gebe ich mir jetzt einfach ein bisschen auch für den Glow mit drauf. Oh, und meiner ist schon fast leer. Ach nee, doch nicht. Falsch gedrückt, damit das Ganze wieder so ein bisschen mehr elastizität und ein bisschen mehr hydratisiert wird einfach. Denn das andere war für meine Haut einfach zu trocken. Vielleicht funktioniert das super mit einer öligen Haut. Jetzt sehe ich aus wie eine Speckschwarte. Aber das liebe ich so, weil das kommt nämlich nachher auch so ganz leicht glowy durch unter der Foundation. Das mag ich mega. So, jetzt habe ich mir hier so ein paar Color Correcting Sticks rausgesucht. Und zwar einmal in Lila. Das ist der, ja, der heißt auch einfach nur Color Correcting Stick Wake Up Effekt. So sieht der aus. Und der soll braune Flecken kaschieren. Ich gebe den jetzt einfach auf meine Mutter mal stellen. Und dann bin ich mal gespannt, ob die auch gleich weg sind. So. Und der ist, glaube ich, auch gegen Fahlheit. Oder was ist der? Beseitigt Mattheit und harmonisiert das Hautbild. Was bedeutet Mattheit? Das habe ich mir noch nie erklären können, was matt bedeutet. Also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht matt, deswegen lasse ich das bei den Stellen. Dann habe ich hier aber auch noch einen... Oh, warte mal, ich habe mich vertan. Oh nein, ich doofe. Der ist gegen die dunklen Flecken. Wir ziehen den jetzt einfach nochmal schön da drüber. Oh mein Gott. Super Make-up-Artist hier am Start, Leute. Mega professionell. So, hier habe ich auch so, ja, dunkle, sagen wir mal rote, dunkle Flecken oder so, ne? Ist der denn noch gegen irgendwas? Einfach auftragen und verblenden. Ich habe hier aber noch einen und der ist gegen dunkle Augenringe in Gelb. Das brauchen wir, Leute, das brauchen wir. Oh ja, der ist sehr hell.
aber so cremig dabei. Das finde ich gut, dass der nicht ganz so trocken ist, sondern wirklich ganz cremig dabei. Also der geht ganz leicht so wie Butter so rüber irgendwie. Mega gut. Jetzt verblende ich das Ganze natürlich einmal ganz kurz. Als nächstes kommen wir zur Foundation und da habe ich zwei. Und zwar einmal die Soft Touch Mousse, die ich eigentlich ganz gerne ausprobieren würde, aber ich habe im letzten Catrice-Video, schaut da gerne mal rein, schon so eine Mousse-Foundation ausprobiert. Und deswegen würde ich ganz gerne einfach hier diese neue Essence Insta Perfect Foundation mal ausprobieren. Und zwar habe ich die, glaube ich, einen Tacken zu dunkel gewählt, aber ich habe von der lieben Heidi noch von der Coast and Chill, kennt ihr noch diese Mermaid-Kollektion, die Lightning Drops für Foundations bekommen. Und dann kann ich mir die so ein bisschen anmischen. So als Tipp, ich behalte immer diese Abdeckung von den Wimpern und da mische ich mir immer mein Make-up an. Das ist sehr, ja, sehr dunkel, würde ich, obwohl das auf der Haut kommt, eher gelbstichig rüber. Bin mir nicht sicher, ob ich es lassen soll oder ob ich es aufhellen soll. Ich glaube aber, dass es oxidieren wird, weil die meisten Essence-Make-ups oxidieren und dann wird es halt einfach dunkler. Ich finde die Deckkraft nicht krass. Ich habe jetzt echt gedacht, hier bei Insta Perfect ist die Deckkraft so, du siehst nichts mehr von deinem Gesicht. Aber ich weiß nicht, ob das an den Color Correcting Sticks liegt oder ob das einfach, also ich finde, das ist, guck mal, man sieht jede Rötung dadurch. Ich bin gerade echt noch nicht so geflasht, muss ich sagen. Vielleicht lässt sie sich aber auch aufbauen. Gucken wir mal. Ich glaube, den Ton lasse ich aber doch so. Gerade wenn die jetzt nicht so deckend ist, ist es natürlich weniger schlimm. Und gebe das einfach mal auf mein Gesicht. Ich bin echt nicht geflasht von dem Make-up. Jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch mal was, was neu ist. Und Strong Matte, also gefällt mir gar nicht. Ich bin jetzt auch echt nicht so der Foundation-Essence-Fan. Sonst mag ich die Produkte super gern, das wisst ihr. Aber die setzt sich so tief in die Poren rein. Ich nutze hier nochmal diese Matte, dann doch diese Mousse von der Heidi. Also da hätte ich jetzt echt mehr erwartet. Insta Perfect, dann denkst du doch, du hast die perfekte Foundation gefunden. Keine Ahnung. Kann ich jetzt echt nichts Gutes gerade drüber sagen. Also ich nehme jetzt hier nochmal die. Die scheint mir sehr dunkel zu sein. Oh ja. Ich gebe die nochmal in mein Töpfchen und hält die ein bisschen mit diesen Lightning Drops auf. So sieht das Ganze jetzt gemischt aus. Ich glaube, das ist doch etwas passender. Vorher war es ein bisschen sehr dunkel. Ich habe jetzt gedacht, es wird ein bisschen schwierig, das Mousse-Make-up mit den Drops zu vermischen. Aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Kommt natürlich, glaube ich, darauf an, wie es sich so auf der Haut verhält. Aber bis jetzt funktioniert es einwandfrei. Farbe, würde ich sagen, passt sogar zu der Foundation, die drunter sitzt. Mal gucken, ob die sich vielleicht besser irgendwie auf der Haut verhält. Ich weiß, Essence ist natürlich auch ein sehr junges Make-up. Wobei ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie bei Insta Perfect erwarte ich halt einfach so eine richtige Full-Coverage-Foundation. Oder was sagt ihr? Was erwartet ihr davon? Also ich weiß nicht, entweder ist meine Haut vielleicht zu alt dafür, dass Essence vielleicht irgendwie was eher für jüngere Leute macht, aber ich glaube, ich werde nicht warm mit beiden Foundations, leider Gottes. Hier setzt sich alles so die trockenen Stellen ab. Es legt sich absolut krass in die Poren rein. Nee, das wird nicht mein Make-up. Wie gesagt, ich habe es auch vorher echt noch nicht so getestet, Essence Make-up. Wird wohl einen Grund gehabt haben. Dann habe ich hier den Camouflage Concealer und zwar in dieser Dewy Version. Empfehle ich auch jedem mit älterer Haut, weil der einfach feuchtigkeitsspendender ist als dieser matte Concealer. Und den gebe ich mir hier einmal auf den Nasenrücken leicht, ganz leicht hier oben hin, Lippe und natürlich überall da, wo dunkle Schatten sind, einfach zum Aufhellen unter die Augen, ein bisschen mit auch die Nase und verblende das Ganze wieder mit einem Make-up-Eye. Jetzt bin ich mega gespannt auf dieses Puder und zwar war das ja dieses Glow Mattifying Puder und da gehe ich jetzt mal rein, es staubt auf jeden Fall ein bisschen und gebe mir das komplett über, oh mein Gott. Nein, ich glaube, das war zu viel. Ich dachte einfach so, machst du mal ein bisschen. Also okay, das ist schon ein sehr krasser Glow. Ich glaube, ich kriege es noch ein bisschen weggewischt. Oh mein Gott, was ist los hier heute? Dann nehme ich lieber nur so ein Stippling Brush mit so ein paar ausgedünnten Härchen und gehe leicht rein und mattiere das so ganz sanft ab damit. Laura, ey. Oh mein Gott. Was ist mein Spruch? Mehr ist mehr, ne? Oder wie war das immer?
Oder viel hilft mir, keine Ahnung, ich weiß es selber schon nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein ganz weiches Puder, also ganz relativ fein gemahlen. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also oben war halt ein bisschen viel Glow drauf jetzt, sorry. So mattiert es auf jeden Fall schön ab. Wie gesagt, das kann jetzt nichts für die Struktur, das ist einfach durch das Make-up. Vom Glow sieht man so, aber wirklich ganz minimal, also finde ich sehr gut. Also es soll ja kein Highlighter sein, ne? Es soll ja wirklich einfach nur ein Puder sein. So, und ich würde sagen, wir machen als nächstes mit den Augenbrauen weiter. Und da habe ich hier diesen Wanted Sunset Dreamers Velvet Brow Pencil. Die Farbe könnte passen. Ich gehe jetzt einmal so ganz leicht hier an der Unterlinie lang. Wobei ich glaube, ich kann tatsächlich komplett damit ausfüllen. Die sieht echt schön aus, die Farbe. Die ist zwar braun, aber nicht so extrem rotbraun. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ich ja immer gar nicht so leiden, ne? Okay, jetzt habe ich ein bisschen drüber gemalt. Jetzt blende ich das Ganze noch so ein bisschen aus nach vorne. Ist schon sehr hell, ne? Also, ich weiß nicht, ob es da verschiedene Stufen gab. Also, es ist jetzt 02. Aber für so einen natürlichen Look finde ich das echt cool. Als nächstes benutze ich hier diese Face-Palette mit dem Bronzern, Contouring und allem drum und dran. Ich bin mega gespannt. Oft sind ja Palettentöne nicht ganz so gut, wie wenn sie einzeln sind. Aber wir testen das auf jeden Fall. Und zwar fange ich zuerst mal an mit einem, mit diesem ganz dunkelbraunen Ton, um meine Augenbraue etwas zu setten. Denn ich hatte jetzt nur den Stift und ein Gel. Das Gel brauchte ich gar nicht, weil der Stift ziemlich weich war. Der hält es so ganz gut in Form, denke ich mal. Und dann gehe ich hier rein und mache einfach meinen äußeren Augenwinkel noch ein bisschen dunkler, damit ich da so ein bisschen mehr Form reinbekomme und ziehe die untere Linie etwas nach. Das mache ich auch immer. Oh Gott, zack. Einfach mal so ein Board in den Raum geschmissen, ne? Jetzt gehen wir in die Bronzer rein, würde ich sagen. Ach ne, ich mache erstmal Contouring, weil hier habe ich nämlich diesen Essence Flat Contouring Brush und das ist einer meiner liebsten Contour Brushes. Ich vermute nur, dass meine Augenbrauenfarbe jetzt die Konturfarbe sein soll. Die ist relativ wenig aschig, die dunkelste Farbe, die ihr hier seht. Deswegen machen wir das Ganze mal echt vorsichtig. Ja, ist recht, also ich sag mal zum Konturieren schon sehr rotstichig. Wir ziehen jetzt trotzdem durch, ne? Aber das sind die meisten. Ich verstehe das gar nicht. Wer mag das? Vielleicht machen aber auch viele kein wirkliches Contouring und Bronzing und nutzen das so für alles in einem. Deswegen glaube ich manchmal, dass sie so rotstichig sind. Jetzt benutze ich hier den... gar nicht wahr. Ich mache noch meine Nase ein bisschen. Ganz leicht konturiere ich die. Und komm, wenn wir einmal dabei sind, dann machen wir einmal alles, ne? Dafür ist der übrigens auch super, weil der einfach so fest ist und richtig gut zum Konturieren. Das ist ja immer mein Geheimtipp für dicke Lippen. Einfach einen Schatten hier drunter setzen. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen Contouring, aber ganz leicht. Und dann gehen wir in den Bronzeton. Ich bin schon echt gespannt. Das ist hier dieser etwas hellere Ton. Finde ich leicht problematisch, dass die so ein bisschen klein sind, weil ich bronze immer mit einem richtig fluffigen Pinsel und so kommst du halt in die anderen Farben direkt mit rein. Das ist so ein bisschen schade. Seht ihr was? Ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht war ich jetzt zu vorsichtig. Ja, so ein bisschen Farbe. Ich glaube, ich mische das mit dem dunklen Ton ein bisschen. Sonst habe ich da jetzt nicht so ein Riesenergebnis gesehen, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Finde ich sehr schön. Jetzt bronzen wir den ganzen Rest natürlich auch noch. Wir haben alles so ein bisschen auf. Guck mal, jetzt kommt auf einmal Farbe raus. Man muss bestimmt, das sind diese erste Schicht Bronzer. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das, wo ihr immer die erste Schicht abmachen müsst? Ich glaube, so einer ist das hier. Jetzt gehen wir ins Blush. Und da fand ich diesen Ton echt ganz schön. Wie gesagt, dieses Enge mit den dünnen, den kleinen Pans,
ist nicht so meins, muss ich sagen. Aber du hast natürlich auch alles sehr kompakt, ne? Okay, das ist sehr natürlich, das Blush. Also wirklich ein ganz leichter Rositon. Finde ich ganz schön jetzt hier zu dem Bronzer. Ich würde, glaube ich, noch so einen Tacken hier von dem Lachsfarbenen nehmen. Gefällt mir sehr gut. Also die Töne haben auf jeden Fall eine super Qualität. Wie gesagt, das ist halt eine Meinung von mir, dass ich das halt immer gern als Contouring ein bisschen aschig haben möchte. Aber so, die Qualität stimmt. Ich finde, das hat auch so ein bisschen die Foundation gerettet hier, dieses ganze Puder. Und jetzt gehen wir mal... Wow, das ist auch ein super schöner Ton. Ich gucke gerade, das soll ein Powder-Highlighter sein? Nee. Nee, Blush ist das auch. Ah, das wusste ich nicht. Ich habe nur die vier da gesehen. Das muss ich auch noch kurz mal ein bisschen austesten hier. Oh, ist der schön. Ich habe noch nie so ein schönes Blush gesehen. Guckt euch die Farbe mal bitte an. So ein Rosenholz. Das ist eher so, das benutze ich super gern als Lippenfarbe übrigens. Das ist meine Farbe einfach. Richtig geil. Finde ich toll. Jetzt benutze ich noch ein bisschen hier von dem Highlighter. Und zwar finde ich diesen Rosé-Ton sehr schön. Wow, der hat auf jeden Fall Wumms. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Haben wenige Paletten-Highlighter, dass sie so krass glowen. Wow, mega. Ich bin echt begeistert von dieser Palette. Ich war ja am Anfang, habe ich immer gesagt, so, Paletten sind ja nicht immer... Wie gesagt, mir steht das alles ein bisschen zu eng zusammen, aber... Nö, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt würde ich einen hellen einfach hier für die Nase benutzen. Und diese Transformer-Töne finde ich auch sehr interessant. Da müssen wir auf jeden Fall mal rein. Dafür ist extra so ein ganz kleiner Pinsel. Ich vermute, das ist so ein bisschen hier fürs Augeninnenwinkel gedacht. Oder vielleicht halt sogar für die Nasenspitze oder hier unter den Augenbrauen, denke ich mal. Das könnte ich mir hier ganz gut vorstellen. Auch da wieder, die erste Schicht ist nicht so. Und jetzt wird's. Seht ihr das? So ein richtig schöner Holoton, auch ein bisschen blauschimmig, weil ich heute einen blauen Look vorhabe. Mit dem Transformer jetzt hier so ein paar Highlights gesetzt. Und ich glaube, wenn man den ansprüht, das werden diese richtig krassen Highlighter-Looks, die man so von Instagram kennt. Falls ihr mir da noch nicht folgt, auch da ist ich Testy Tasty übrigens. Habe ich das am Anfang schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Die fand ich auch echt cool als Lidschattenpalette. Ging mir nur ein bisschen in die Richtung Sleek, wenn ihr mal so in die Farben guckt. Davon habe ich ja schon Full Face geschminkt, deswegen habe ich mich jetzt für eine andere Palette entschieden. Denn ich habe überlegt, so einen ganz blauen Look zu schminken. Und da fand ich die echt mega cool, muss ich sagen. Und ja, da werden wir auf jeden Fall ein paar Töne nehmen. Und dann einen meiner Lieblings-Eyeshadows, den kann ich euch nicht vorenthalten. Und zwar sind das die Melted Chromes. Wer kennt's, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die sind so unfassbar gut. Das ist so ein richtiger Chrom-Effekt, den ihr auf dem Auge habt. Und damit werden wir heute auf jeden Fall was schminken. Ich überlege gerade, was wir machen. Ich glaube, ich nutze hier, wie ihr seht, die ist auch schon benutzt. Es gibt davon schon einen Look auf Instagram. Und ich würde sagen, wir gehen hier in diesen Hellrosé-Ton. Auch da finde ich es wieder ein bisschen schade, dass es so sehr eng aneinander ist. Und gehen hier in die Lidfalte rein. Seht ihr, jetzt habe ich hier nämlich so einen ganz leichten gräulichen Streifen, weil ich immer in dieses Silber mit reingedatscht bin. Aber den kriegen wir natürlich auch wieder weggeblendet. Essence-Lidschatten sind immer aufbaubar, Leute. Die sind nie so richtig mega da. Der eine oder andere schon. Aber, also dafür haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Basis, würde ich sagen. Jetzt würde ich hier in dieses, ja, diesen Sand-Kupferton gehen, damit einmal mein Lid setten. Ich überlege die ganze Zeit, was ich zu essen mache. Ich habe ja jetzt den ganz neuen Thermomix. Den habe ich gekriegt, ich habe ja wieder angefangen. Ich hatte den ganzen hier eigentlich abgeschworen, aber ich habe mir gedacht, ich brauche den neuen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich arbeite mit denen. Aber... Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob die beiden hier so gut zusammenpassen. Wir schauen aber mal, was sich so ergibt im Laufe des Looks. Jetzt nehme ich hier einfach mal diesen Jeans-Ton und gehe hier... Oh, der gefällt mir sehr gut. Also die Pigmentierung ist auf jeden Fall gut von der Palette. Ich habe die jetzt schon länger gar nicht mehr benutzt. Die gibt es aber aktuell auch noch bei Essence. Ich glaube, das ist so ein Dauerbrenner für jeden, der so ein bisschen kreativ sich ausleben möchte.
habe ich so das Gefühl, weil die da schon sehr stark von den Farben ist. Mache ich einen blauen Look oder mache ich eine Cut Crease? Also ich will unbedingt dieses Blau benutzen, aber ich weiß, dass sich das ein bisschen verfärbt hat beim letzten Mal. Deswegen muss ich gerade echt überlegen, ob ich es denn wirklich benutze. Aber ich glaube, ich gebe ein bisschen hier rein. Ihr seid bestimmt gespannt, wie es so performt, denke ich mal. Ne? Also bei mir ist es auch immer so. Ich hasse das, wenn irgendwelche Beauty-Blogger so richtig geil bunte Paletten haben. Dann benutzen die Rosé-Töne oder Brauntöne. Ja, nicht so mein Ding. Also der kommt irgendwie gar nicht raus. Ich nutze jetzt mal ein bisschen fester gebundenen Pinsel. Aber der ist auch schon wieder so ein bisschen matschig. Ich glaube, da bin ich wieder mit einem angefeuchteten Pinsel reingegangen und irgendwie kommt da nicht so wirklich was auf dem Pinsel hier. Das war jetzt leider alles, was ich daraus bekommen konnte. Aus diesem geilen blauen Ton ist jetzt eher so ein, keine Ahnung, moosgrüner Ton geworden. Naja, nicht moosgrün, aber so ein bisschen vergammelte Meerjungfrau. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mehr geht irgendwie nicht. Da kommt kein richtiges Königsblau raus, wie es in der Palette ist. Es ist halt eher so ein verwaschenes Jeansblau, aber diese grünblauen Jeans, wisst ihr, welche ich meine? Ja, okay, aber wir geben uns mal damit zufrieden und verblenden das Ganze mal ein bisschen aus, wieder mit diesem goldenen Ton. So. Mag ich persönlich ganz gerne, also es ist schon extrem fleckig, ihr seht das, ne? Aber ich sag mal, diese Palette hat, glaube ich, gekostet 3 Euro, 4 Euro um den Dreh. Ist okay, wenn man einfach mal so ein bisschen mit Farben spielen möchte. So, und jetzt machen wir eine Cut Crease. Dafür benutze ich immer diesen weißen Make-up Revolution Concealer. Auch da habe ich übrigens ein Full Face zugeschminkt. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Und den nehme ich mir jetzt einfach so ein bisschen ab mit einem, okay, vielleicht nicht unbedingt mit einem braunen Augenbrauenpinsel. Ich nehme mir den einfach mal ab mit einem sauberen Pinsel, den ich nicht finde, weil ich keine sauberen Pinsel mehr besitze. Doch, hier ist noch ein MAC-Pinsel. Die nutze ich immer so selten, weil die ja so gut sind, ne? Und deswegen ist der anscheinend auch noch sauber. Ja, die sind schon gut, aber keine Ahnung. Für meine Alltags-Make-ups denke ich immer, brauchst du jetzt nicht unbedingt einen MAC-Pinsel benutzen. So. Crease ist da. Jetzt nehmen wir hier diesen Metal Chrome, den ich euch gezeigt habe, in so einem Rosé-Ton. Gerade noch über die Beauty-Blogger gemeckert, dass die rosa benutzen. Nein, aber der ist halt echt geil, ne? Also der ist einfach, boah, so weich und buttrig und pudrig. Und jetzt passt auf. Wie heftig ist das bitte? Das ist so wunderschön. Oh mein Gott. Ich liebe diese Töne. Ich will mir eigentlich noch alle kaufen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wieder mal übertrieben ist, aber die sind einfach geil. Die sind auch aufzubrauchen. Ich mag ja Sachen, die man aufbrauchen kann, ne? Weil die einfach so weich sind, wenn ihr da so reindatscht mit den Fingern, nehmt ihr halt schon echt viel davon auf. Und jetzt guckt es euch an. Ist das nicht wunderschön? Oh mein Gott, so toll. So toll. Das ist der Jeans Baby Look. Ich habe hier noch einen Mascara, und zwar den I Love Extreme. Ich mag eigentlich lieber den pinken, aber ich habe den gekauft, mal einfach um auszuprobieren. Der hat nämlich dieses Curl in Volume. Ich finde den pinken aber tatsächlich trotzdem besser. Ich habe ihn jetzt gerade nur leider nicht da, um ihn euch zu zeigen. Und der hält aber auch super den Schwung. Der gibt total viel Schwung. Die Bürste ist natürlich extrem groß. Wenn ihr sehr, ich sag mal, so nach innen stehende Augen habt, ist es natürlich immer schwer, mit sowas zu arbeiten. Aber ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen, ne? Das ist schon echt cool. Die Augen sind fertig. Ich gebe jetzt auch gar keine Fake Lashes drauf. Einfach, ich finde, der Look, der sieht auch so total schön aus. So ein bisschen auch jung und frisch, finde ich, aber nicht zu extrem. Jetzt haben wir natürlich diese geile Lippenpalette. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ich finde es mega. Da sind auch wieder diese Transformer drin. Eine Mixing Zone ist drin. Das heißt, ihr könnt euch auch die Farben zusammenstellen. Ich finde ja wieder diesen Blauton extrem geil. Richtiger Hammer. Und ich glaube, den werde ich auch benutzen. Ich hoffe, der ist ein bisschen besser als dieser Blauton, der in der Palette war. Also der ist sehr ölig. Emulgiert den gerade so ein bisschen auf, merke ich.
Und dann gehen wir den einfach mal drauf. Okay, ich bin echt gespannt. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Krasses Ergebnis, oder? Richtig übel. Jetzt benutzen wir noch ein bisschen Fixing Spray. Und das ist das Glow-to-Go Fixing Spray. Dann, aber das ist nicht gut verteilt. Oh mein Gott, guck mal, hier sind voll die dicken Stellen. Das finde ich nicht gut. Also ich review mal ganz kurz mit euch ein bisschen, würde ich sagen. Und zwar fing das an. Hier mit den Color Correcting Sticks, die fand ich mega gut. Finde ich richtig cool, die Idee. Dann die Foundations gefielen mir leider beide nicht gut. Ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt. Wie gesagt, Essence ist halt eigentlich für jüngere Haut gedacht und deswegen kann es natürlich auch daran liegen. Den fand ich an sich mega gut für Rötungen, um die zu kaschieren. War mir nur ein Tacken zu trocken einfach. Bei öliger Haut vielleicht eine ganz coole Geschichte. Dann hatten wir diesen Liquid Camouflage Concealer. Auch den finde ich mega gut. Wie gesagt, in dieser Wet Edition natürlich. Wir hatten den Mascara, den finde ich sehr gut. Wobei ich natürlich den Pinken besser finde und euch den ans Herz legen würde. Und ansonsten hatten wir den Augenbrauenstift. Den finde ich richtig klasse. Genauso wie die diese Lightening Drops für die Foundation. Und der Pinsel, absolutes Lieblings-Must-Have. Dann hatten wir noch hier diese Palette. Ich sag mal, für den Preis ist sie okay. Aber ihr seht schon, die Farben kommen halt nicht so raus, wie sie in der Palette sind. Hier wird so ein bisschen grün, moosig statt blau. Aber ich sag mal, alles im Rahmen für so einen Alltagslook okay. Die ist der absolute Hammer. Wobei natürlich das Ganze so ein bisschen, die ist schon sehr ölig, also diese Basis von den Farben. Von daher ist es halt immer so ein bisschen durchschimmernd. Das ist jetzt nicht komplett absolut krass pigmentiert. Es ist okay für den Preis einfach, muss man ja wirklich mal so sagen, ne? Ihr zahlt halt wirklich immer nur ein paar Euro dafür. Und natürlich fand ich diese Face Palette auch mega, mega gut. Super Qualität. Ja, absolutes Lieblingsprodukt auf jeden Fall aus diesem Haul, Full Face Video ist diese Face Palette, muss ich sagen. Und ja, die Lippenpalette macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, sind es die Lightning Drops oder was ist mein Lieblingsprodukt? Es könnte aber auch hier dieser Augenbrauenstift sein. Ich bin mir gerade selber nicht so ganz sicher. Was meint ihr denn? Achso, ansonsten hatten wir auch noch den Primer benutzt. Das ist der Awaken Fit. Der war auch mega gut. Genauso wie dieses Glow Powder. Das fand ich auch total super. Wie gesagt, vorsichtig mit umgehen. Und ja. Achso, nee, das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Das ist dieser Melted Chrome. Der ist halt auch mega, mega geil auf dem Auge. Na, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei der Heidi rein. Irgendwas kitzelt mich hier die ganze Zeit. Alles ist in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Guckt euch meine anderen Videos an. Ansonsten sage ich Tschüss und bis dahin. Eure Laura. Abo-Knöpfchen nicht vergessen.